Herzlich willkommen bei Lektion 7, die schön überschrieben ist, die Story Stage in 12 Schritten zur Business Story und, wie ich jetzt schon sagen möchte, auch zur Business Storytelling Kampagne. Wenn Sie das überzeugt hat, was Sie bisher gesehen haben, bekommen Sie in Lektion 7, die auch die längste des gesamten Kurses ist, das Handwerk, um das selber zu tun. Soweit mir das möglich ist, es Ihnen quasi auf die Entfernung beizubringen. Ich werde Ihnen in Kapitel 7 verschiedene Dinge zeigen. Ich werde Ihnen einmal die sogenannte Story Stage als Entwicklungstool vorstellen. Das ist eine Methodik, die ich und wir in der Agentur entwickelt haben. Sie werden mit Hilfe dieser Story Stage lernen, wie man eine Storytelling-Kampagne wirklich gut konstruieren kann. Und Sie bekommen ehrlich gesagt auch sehr viele Anregungen für die Kreation. Ich werde Ihnen nochmal viele Formate vorstellen, Kanäle, die Sie nutzen können und so weiter und so fort. Kommen wir erstmal zur Story Stage. Denn die Frage ist ja, wie kommen Sie nun eigentlich zu einer Storytelling-Kampagne? Ich bin dann, anders als vielleicht am Anfang des Kurses gesagt, doch methodischer, als man im Allgemeinen denken sollte. Denn ich weiß, wir haben alle in unseren Jobs viel zu tun und es hilft doch sehr, einen Plan an der Hand zu haben, mit dem man vorgehen kann, sozusagen mit dem man Kreativität kanalisieren kann. Es ist ein Plan, der in 12 Schritten funktioniert und den wir, um einen grafischen Rahmen dafür zu haben, auf einer Bühne angeordnet haben. Das, was Sie hier sehen, Sie müssen gar nicht so nah ran an den Monitor, ich gehe nochmal durch die einzelnen Teile durch, gibt es für Workshops im A0-Format, das legen wir auf einen großen Tisch und füllen das Schritt für Schritt aus. Das ist die sogenannte Story Stage, die ist aufgebaut nach einer Bühne und nach verschiedenen Kapiteln. Sie haben unten sozusagen die Zuschauer und Sie haben dann die verschiedenen Orchesterbestandteile oder die verschiedenen Protagonisten, die in der jeweiligen Phase eines Storytelling-Projektes die Rolle spielen. Wir gehen dann hin, drucken das aus für Kunden oder in Workshops hier speziell für die SCM und füllen das, was Sie gesehen haben, nämlich diese einzelnen Felder mit Karten, die Ihnen helfen, genau zu bestimmen, was Sie eigentlich erreichen wollen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Karte über Ziele. Das heißt, wenn Sie sagen, das, was ich am Ende erreichen möchte innerhalb meines Change-Projektes mit einer Story, ist Auseinandersetzung. Das heißt, wirklich nicht nur die Wahrnehmung eines Projektes, sondern das Lernen dessen, was in einem Projekt steht. Dann legen Sie auf diese Karte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auf diese Story-Stage, aus einem großen Kartenspiel, das wir dazu mitverteilen, legen Sie die Karte Auseinandersetzung an den entsprechenden Punkt. Wenn Sie sagen, ich möchte das Ganze im Geschäftsbericht veröffentlichen, ziehen Sie die Karte Geschäftsbericht. Wenn Sie sagen, ich möchte es auf YouTube veröffentlichen, dann ziehen Sie die Karte YouTube und so weiter und so fort. Das heißt, die Story Stage ist ein Instrument, mit dem Sie sich für ein Storytelling-Projekt im wahrsten Sinne des Wortes die Karten legen können. Aber wir gehen es vielleicht mal im Detail durch, welche Elemente auf der Story Stage überhaupt enthalten sind. Und zwar geht es darum, welche Gedanken müssen Sie sich machen, um Schritt für Schritt zu einer wirklich guten Storytelling-Kampagne zu bekommen. Das Erste ist, Sie müssen sich Gedanken über Archetypen machen. Sie müssen sich darüber Gedanken machen, wer Sie eigentlich sein wollen. Ich werde da nachher nochmal im Detail drauf eingehen, aber Sie können entscheiden, ist Ihre Marke, ist Ihr Produkt eher ein heldenhaftes Produkt, ist es ein königliches Produkt, ist es ein Betreuerprodukt, zum Beispiel wie bei DAV. Das ist das Erste, was Sie festlegen. Das Zweite, was Sie festlegen, sind die Ziele, die Sie mit Ihrer Story oder Ihrer Kampagne erreichen wollen. Geht es um Aufmerksamkeit, geht es um Interesse, geht es um Veränderung. Auch das legen Sie idealerweise vorher fest. Dann legen Sie sich Ihre Personas. Wen wollen Sie mit Ihrer Story eigentlich erreichen? Das heißt, ist das der berühmte Karl Kunde, ist das Martina Mitarbeiterin und so weiter und so fort. Auch darauf werden wir später noch eingehen. Das Nächste, was Sie festlegen, sind die Kanäle, die Sie bespielen wollen. Nach den Kanälen widmen Sie sich den Medien. Das heißt, habe ich die Ressourcen oder ist es angemessen, mit Text zu arbeiten? Ist Voice vielleicht interessant? Habe ich vielleicht sogar das Budget, um irgendetwas mit Augmented Reality zu machen? Passt das zur Story und so weiter und so fort? Danach gehen Sie auf die einzelnen Formate. Das sind sozusagen die kreativen Container für Storytelling. Das kann sowas sein wie Erklärstück oder Fiktion. Oder es kann auch ein Streitgespräch sein. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, eine Story wirklich auf die Straße zu bringen.
Nachdem Sie das erklärt haben, brauchen Sie Erzähler. Das heißt, Sie müssen natürlich irgendjemanden finden, der für das, was Sie erzählen wollen, auch wirklich steht. Ist das jetzt Ihr CEO? Sind das irgendwelche Kunden? Das heißt, Sie sollten schon vornherein festlegen, wer die Geschichte für Ihre Story oder im Rahmen einer größeren Kampagne, welche unterschiedlichen Personen diese Story idealerweise erzählen können. Dann ein nicht ganz unwichtiger Schritt und ein sehr praxisrelevanter Schritt ist das Thema, wie rekrutiere ich meine Erzähler überhaupt? Wenn wir also davon ausgehen, dass die meisten Geschichten im Businessumfeld nicht fiktiv sind, sondern dass wir echte Menschen brauchen und dass wir zum Beispiel Kunden brauchen, die unsere Geschichte erzählen, müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, wie wir an diese Kunden überhaupt herankommen. Auch da haben wir verschiedene Methoden, die wir vorschlagen. Dann geht es ans Sammeln, das heißt, wie dokumentiere ich diese Geschichten, das heißt, wie lasse ich Menschen erzählen, mit welchen Medien, in welchen Gesprächssituationen, Fragebögen und so weiter. Dann gibt es einen Punkt, auf den gehe ich nochmal gesondert ein und dazu gibt es auch ein gesondertes Dokument im Download-Bereich. Das ist das Thema Faktenchecken. Storytelling kann eine sehr mächtige Kommunikationstaktik sein, wenn man sich beim Storytelling allerdings dazu hinreißen lässt, Fakten entweder zu verfälschen, zu verbiegen oder gar wegzulassen, kann das unter Umständen schlecht nach hinten ausgehen. Der Spiegel weiß davon, ein Lied zu singen. Also ist das ein Punkt, auf den ich nochmal besonders Wert lege. Nach dem Faktenchecken, nachdem Sie Ihr Rohmaterial haben, geht es an die eigentliche Story-Kreation. Das ist das Plotten, das heißt, welcher Plot passt zu meiner Geschichte, welche Punkte muss ich überhaupt erzählen. Und nach dem Plotten müssen Sie die Geschichte natürlich noch verteilen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Geschichte natürlich erfolgreich sein soll. Wie es so schön heißt, es gibt keine viralen Hits, es gibt nur Hits mit genügend Budget. Also müssen Sie überlegen, wie sorge ich dafür, dass meine Geschichte am Ende auch wirklich vor die Zielgruppen kommt, die ich avisiere. Und das Letzte, was Sie idealerweise dann tun, ist natürlich messen. Das heißt, Sie beobachten, wie die Story rezipiert wird. Sie können die Story vielleicht auch nochmal nachschärfen, wenn Sie sehen, dass die Werte bestimmter Videos nicht so gut sind, dass die Leute zum Beispiel zu früh aussteigen und so weiter und so fort. Das heißt, messen und lernen ist eigentlich der letzte Schritt. Hier können Sie sehen, aus einem sehr praxisrelevanten Beispiel für eine große Automobilmarke, wie das am Ende in einem Workshop aussieht. Das haben wir damals sehr schön gemacht für eine größere Kampagne über 6 Monate. Das ist das, was am Ende passiert ist. Das ist das A0-Blatt. Da sieht man, wie wir die Karten gelegt haben. Das ist irgendwo zwischendrin aufgenommen worden. Da waren noch nicht alle Fakten da. Aber das ist das, wie man damit arbeiten kann, wo man wirklich hingeht und sagt, okay, also wir erklären jetzt unsere unterschiedlichen Punkte. Wir legen die Karten dafür und haben am Ende einen Blueprint für die Kampagne und das, was Sie in den nächsten Monaten tun, bis diese Kampagne endlich live geht.